Sandra, Martin! Sandra, Martin! Einen wunderschönen guten Abend und willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Projekt Too Dark. Ich muss nur ein kleines bisschen die Lautstärke hier einstellen, weil das ist schon sehr laut. So, sehr schön. Sprache Deutsch. Grafik. Das lassen wir alles so. Gut, also wie gesagt, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem neuen Projekt, zu dem neuen Spiel Too Dark, ein Indie-Horror-Game, was ich auf Steam gefunden habe. Und gib deinen Namen ein und drücke Eingabe. Ja. Sehr schön. Und ich würde fast sagen, legen wir los. It was my first weekend with the family in quite a while. That university case was driving me mad. I tried to relax, canoeing on the lake, camping in the forest. Helen and the kids seemed happy. Und da sind wir auch schon. Warte, wie bewegen wir uns? Ah, wir können noch nichts machen. Okay. Weg vom Feuer, Kinder! Hört auf euren Vater! Sie müssen sich austoben. Wir holen mal mehr Holz. Genau, wir sollten mehr Holz holen. Okay, Schatz, danke. Ich stelle in der Zwischenzeit das Zelt fertig auf. Na, dann macht die sich auf den Weg. Die Kinder spielen beim Feuer. So wie es sich gehört. Wir sammeln ein bisschen Holz fürs Feuer. Mach das, mach das. Ah, die Kinder gehen mit. Okay, sehr schön. Und wir sind alleine beauftragt. Das Mädchen sieht so ein bisschen aus wie so ein Schwein, ohne Scheiß. Aber ich will bei Papa bleiben. Lass deinen Vater in Ruhe und hilf deiner Schwester. Okay, gut. Ja, ich bin gespannt. Ich finde die Grafik noch einigermaßen, also ziemlich cool. Scheißherrige, Scheißverkäufer. Scheißwerbung. Oh, unsere Frau schreit. Was ist los? Helen! Machen wir uns auf den Weg. Okay, hä? Kann ich mich überhaupt. Ah, nee, noch passiert ja eigentlich alles von selber. Helen? Sandra! Martin! Sandra! Martin! Sandra! Martin! Nicht dein Ernst! Oh nein! Helen, nein, nein, nein! Sandra! Martin! Denn seine Frau einfach geköpft! Nein, nein, nicht meine Kinder! Tjo! Ich würde sagen, die sehen wir nicht mehr so schnell wieder. 7 Jahre später. Stimmt das Mikrofon eigentlich? Ja, das ist gut so. It all happened so long ago now. Sometimes I forget. And then I catch myself in the mirror. Deep down, I know they're still alive. I mean, I don't really know. How could I? I don't even understand why I keep looking for them. But what else can I do? It's my life. My shitty life. Genau. Also nach 7 Jahren sogar sind die Kinder immer noch nicht wieder aufgetaucht. Und er glaubt aber, dass sie noch am Leben sind. Okay, mit... Okay, easy. Was haben wir hier? Leise. Komm mit. Okay. Verschlossen. Wo habe ich denn den Schlüssel nochmal versteckt? Nun, dann machen wir uns doch mal auf der Suche. Oh. Was? Klick im Inventar links im Bild auf das Feuerzeug. Okay. Kombination. Speichern. Taschenlampe aufladen. Waffe nachladen. Öffne mit Tab das Inventar. Blinkende Augen, schau dir das Dokument an. Okay, okay, okay. Sehr schön. Ah, da sehen wir die. Okay. Okay, verstehe. Ah, und so, wenn wir eine rauchen, dann
ist das Spiel gespeichert. Okay, voll easy. Also machen wir mal ein bisschen Licht hier. Stelle dich vor dem Objekt und sieh es an, um damit zu interagieren. Okay. Ah, wir haben den Schlüssel gefunden. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann brauchen wir das Feuerzeug nicht mehr. Okay. Okay, sehr gut. Smith muss diesen Ort erreichen. Position. Zwischenziele. Smith muss diesen Gegenstand nehmen. Ein Gegenstand kann von einem Charakter getragen werden. Okay. Dieses Haus stinkt zum Himmel. Vielleicht liegt irgendwo eine tote Maus in der Ecke. In Too Dark ist es finster. Schalte das Licht an, indem du den Schalter rechts des Eingangs aktivierst. Stelle dich vor dir von einem Objekt und sieh es an, um damit zu interagieren. Gut. Dann brauchen wir das Licht, Feuerzeug nicht mehr. Machen wir die Tür auf. Hier haben wir die Taschenlampe. Sehr schön. Ich hoffe, das Klicken meiner Tastatur stört nicht allzu sehr. Super, eine Taschenlampe kann irgendwas, kann man halt gut gebrauchen oder irgend sowas. Wir müssen ein bisschen sparsam mit dem Akku umgehen. Oh, was haben wir gefunden? Eine Zahnbürste. Hier ist auch nichts. Okay. Was haben wir hier? Eine Schreibmaschine, ein Schreibtisch. Okay, was haben wir hier? Eins von 113 zu Hause. Okay, was heißt das jetzt? Zeig nochmal. Ah, wahrscheinlich habe ich... Habe ich jetzt vielleicht irgendeins von den Dingern hier freigeschaltet? Kann das sein? Kann sein, kann sein, kann sein. Wer weiß das schon? Wir werden das schon noch irgendwie herausfinden. So, was haben wir hier? Das ist nichts. Dieser Geheimgang war eine tolle Idee, aber ich muss das Buch finden, das den Mechanismus auslöst. Also ich muss ein Buch finden, um den Geheimgang zu aktivieren. Ein Buch, ein Buch, ein Buch, ein Buch. Leute, seht ihr irgendwo ein Buch? Oh, was haben wir gefunden? Eine Glühbirne. Stelle dich vor ein Objekt und sieh es an, um damit zu interagieren. Das ist sonst nichts. Machen wir den Fernseher an. N24. Guten Abend. Zum dritten Mal diese Woche wurde ein Kind als vermisst gemeldet. In der heruntergekommenen Vorstadt Glomio-Ditch oder irgendwie so. Die 7-jährige Anna wurde zuletzt gesehen in der Nähe des verlassenen Vergnügungsparks. Okay. Das war's. Die Polizei hat die Nachbarschaft 24 Stunden lang durchkämmt. Oh. Hey, nein, ich will weiter... Ja, okay, gut. Okay, wir haben Batterien gefunden. Ich habe etwas gefunden, ein paar Batterien. Das ist so... Okay, was haben wir hier drin? Mit diesen Batterien lässt sich deine Taschenlampe wieder aufladen. Ah, ich muss allgemein ein bisschen gucken. Ich leuchte die ganze Zeit mit der Taschenlampe. Was haben wir hier? Ah, ich habe das Buch gefunden. Sehr schön. Oh, und unter dem Bett hier liegt noch irgendwas. Schauen wir uns das mal an. Aber erstmal machen wir die Taschenlampe aus. Was haben wir hier? Ein altes Familienfoto, das über die Jahre vergilbt ist. Ein Foto, das sehr traurige Erinnerungen mit sich bringt. Okay. Ich ertrage dieses Foto nicht mehr. Das war im Juni, am Tag, an dem wir sie verloren haben. Ah, nachdem ich sie verloren habe. Okay. Jetzt können wir hier die Geheimtür aktivieren. Oder? Ah ne, warte, wir müssen das Buch in die Hand nehmen. Quatsch. So. Sehr schön. Ein paar Souvenirs, die ich vor neugierigen Augen verstecken sollte. Jetzt wäre eine Kippe recht. Also gut, rauchen wir mal lieber eine. So, schauen wir mal weiter. Okay. Wähle im Inventar links im Bild die Taschenlampe. Ah, ja, genau.
Okay, was haben wir hier? Mit leeren Händen gehe ich nicht, wenn man mitten in der Nacht durch Gloimoditsch spazieren möchte, braucht man zumindest eine Waffe und eine Taschenlampe. Also, eine Waffe brauchen wir, Leute. Meine Kopie der Polizeiakten, damit kann ich die meisten Verbrechen und Klemmen bla 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 finden. Okay. Rüste einen Gegenstand aus, um ihn zu benutzen. Ja, was denn für ein Gegenstand? Oh, meine Taschenlampe wird leer. Laden wir die mal ein bisschen auf. Ja, aber hier ist ja nichts drin in den Dingern. Der Irre für diesen Schaukasten fehlt mir noch. Ah, da kommen die Verbrecher werden hier wahrscheinlich reinge... Aber machen wir. Das hätte ich ebenfalls vergessen. Die Glühbirne an meiner an meinem Schreibtisch ist kaputt. Okay. Die Glühbirne am Schreibtisch. Ah, verstehe. Weiß, was wir machen müssen. So. Oder? Genau. Sehr schön. Gut. Was haben wir hier? Eine Karte. Mit leeren Händen gehe ich nicht. Okay, wir brauchen eine Waffe. Eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe. Können wir hier beim Schreibtisch irgendwas machen? Nee, auch nicht. Schreibmaschine. Okay. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir? Was haben wir denn hier? Das ist Option. Das brauchen wir nicht. Das ist dieses. Der wird ja wohl kaum seine Waffe einfach. Da hinten, der Schrank ist noch offen. Da ist sonst nichts. Okay. Wo hat er seine Waffe? Da ist sonst nichts. Vielleicht hier im Schrank? Oh, hier kann man sicher. Ja, genau, das Licht anschalten. Bett, Flaschen. Also wenn ich meine Frau verstückelt im Wald finden würde und meine Kinder vor meinen Augen entführt sehen würde, würde ich auch trinken. Hier hat es übrigens auch einen Lichtschalter. Sehr schön. Aber dennoch sagt er ohne Waffe, stelle dich vor ein Objekt und stelle, siehst dir an, ein paar Souvenirs, die ich vor neugierigen Augen verstecken sollte. Okay. Also nochmal. Das ist nichts. Das ist nichts. Kann ich nicht machen. Was haben wir denn hier nur? Eine Zahnbürste. Ja, soll er sich die Zähne jetzt putzen im Bad oder was? Gehen wir mal ins Bad. Vielleicht müssen wir uns die Zähne putzen, damit es weitergeht. Schauen wir mal. Oh, warte, hier ist ja noch ein Zimmer. Ich depp. Ausgerüstete Waffen benutzen. Linksklick. Fernkampfangriff. Ausrüstung, bla bla bla. Rot blinkend. Okay, ja, das kriegen wir schon alles hin. What, what? Eine Ratte. Ja. Okay. Ah, ich hab sie getroffen. Easy. Okay. Das ist das, was hier so gestunken hat wahrscheinlich. Hier ist nichts. Okay, Zahnbürste. Ja, was soll denn das bringen, sich die Zähne jetzt zu putzen? Ja, okay. Diese Rechnung habe ich noch nicht bezahlt. Hier liegt was. Was haben wir denn hier? Eine unbezahlte Telefonrechnung. Ich habe etwas gefunden. Okay, eine Telefonrechnung, die noch bezahlt werden muss. Aber sonst... Ah, hier geht's ja auch noch weiter. Ah. Jetzt wäre eine Kippe recht. Ach, jetzt noch nicht. Hey, wie wäre es mit ein wenig Schießtraining? Könnte mir ein... Ja, cool. Jetzt haben wir unsere Waffe hier. Auf der Karte von der Vergnügungspark. Ich nehme an, die Munition können wir auch noch mitnehmen. Ja, ganz ruhig, mein Freund. So. Was habe ich... Wieso sind jetzt alle Lichter ausgegangen? Okay, ich sollte jetzt mal mit der Sicherung austauschen. In der Garage sind welche, glaube ich. Ah, also in der Garage noch die Sicherung austauschen.
damit wir ein bisschen Licht hier drin haben. Da, genau. Schon wieder eine Sicherung. Die Elektrik hier ist wirklich am Ende. Was ist das hier? Eine Schachtel Patronen. Ein paar Batterien. Ja, und... Was ist das hier? Ah. Ja, die Garage. Okay, ich sollte jetzt mal die Sicherung austauschen in der Garage. Okay, aber ich habe keine Sicherung. Ja, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Was haben wir hier? Und hier? Auch nichts. Und hier? Auch nichts. Können wir klingeln? Natürlich. Und niemand ist da, ich bin ganz allein. Mann! Ja, ich weiß, dass es nichts bringt, mit dem Schalter rumzuspielen und dass der Strom weg ist, aber wo kriegen wir denn... Stell dich vor, schon wieder eine Sicherung... die Sicherung... Die Elektrik hier ist wirklich am Ende. Oh, was haben wir hier? Aha. Nicht? Och, komm jetzt! Was ist denn das? Ein Schraubenzieher. In meiner Garage sind Sicherungen. Das ist doch... Das ist doch der Sicherungskasten. Hier vielleicht? Aha. Ein paar Sicherungen. Endlich. So. Nehmen wir die in die Hand. Ja, sehr schön. Warum fliegt die verdammte Sicherung immer raus? Du siehst schon die Fußabdrücke hier am Boden, mein Lieber. Da ist irgendeiner durchs Blut gelaufen und dann... Nun ja. Okay. Okay. Also, er hat ja gesagt, auf der Karte ist ein neuer Ort freigeschaltet. Dann schauen wir doch mal. Der Vergnügungspark. Missing in gloomy ditch. Yeah. What else is new? So what are you doing here, Smith? What brings you to the filthiest part of this godforsaken town? Well, anyway, you needed a bit of fresh air. Not sure taking this gun with me is a good idea, though. I promised Helen I'd never use it. Also gut. Wir sind auf dem Weg zum Vergnügungspark, beziehungsweise wir sind jetzt dort. Gloomy Ditch. Adventure. Gloomy Ditch. Gloomy Wood? Heißt das der Park Gloomy? Ah ja, doch, Gloomy Ditch. Mir nach, kleines Mädchen, schnell. Santa Maria. Scheiße, ein Vorhängeschloss. Ah, der Elfen führt die doch jetzt sicher da oben, oder? Nee, warte, wir kommen ja auch hier lang. Aktion mit Kindern. Was? Aktion mit Kindern? Loslassen. Mann, wie können wir mit Kindern interagieren? Um ein Kind dazu zu bringen, Smith zu folgen, kannst du. Nähere dich dem Kind, nimm Kontakt auf. Rüste eine Bonbon aus. Wähle das Kind als Ziel und wirf das Bonbon. Und ich kann es nicht. Ah, was ist denn los? Wieso hängt denn das jetzt plötzlich so? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Way out. Dun, 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 dun. Okay, Leute, ich werde wahrscheinlich jetzt nochmal schnell gucken müssen, warum das gerade so hängt. Wahrscheinlich hat sich irgendwas im Hintergrund geöffnet. Ich würde sonst sagen, dass wir den Part jetzt... Oh, hier kommen irgendwelche Spinnen oder so. Ich würde sagen, dass wir bei der Stelle jetzt den Part sowieso beenden sonst. Oh mein Gott, das dauert... So ist das, dauert das ja ewig. Und, dass wir uns beim nächsten Part dann wiedersehen. Und bis dahin sollte ich auf jeden Fall auch das Problem gelöst haben. Hey, was soll der Scheiß? Ich glaube, wir können auch einfach über die drüber laufen, oder? Ja. Gut, wir rauchen noch ganz schön so lang eine.
Dun, 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 dun. So, und das war sowieso jetzt gerade mein Stichwort. Oh, abgebrochen. Also nochmal. Komm, 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 komm. Ich stelle mich gerade richtig dumm an. So, schnell abspeichern. So, in der Zeit, wo ich abspeichere, würde ich sonst sagen, ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ich hoffe, ihr guckt euch auch den nächsten Teil an. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr meine Videos weiterverfolgen möchtet. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute, und ciao.